Leute, ihr glaubt es gar nicht. Diese Location hat es wirklich in sich. Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe, was hier zurückgelassen wurde. Das sind alles Anklageschriften. Ach, du meine Güte! Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit Alex und Nicole vom Kanal Urbex Stories unterwegs und wir stehen hier vor, beziehungsweise mittlerweile in einer alten Gaststube, die noch ziemlich gut eingerichtet ist. Und das absolute Highlight hier ist, dass wir zwei drüberliegende Wohnungen noch haben, die wir gemeinsam erkunden werden. In dem Sinne würde ich sagen, schaut nicht nur bei mir vorbei, sondern auch bei Alex und Nicole, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. Okay, Leute, hier vorne sind wir jetzt gerade reingekommen. Das war der damalige, ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen so hinstellen, dass ihr auch was sehen könnt. Das war der damalige Eingang. Ja, wie man sehen kann, hier vorne nicht wirklich so spektakulär und eher doch recht stark schon zerwühlt und ja, drauf eingeschlagen, wenn man mal so möchte. Aber von diesem kleinen Vorhof geht es quasi weiter, zack, 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 in einen richtig, richtig schönen alten Gasthof. Und da möchte ich wirklich mal betonen, alt, rustikal, und super eingerichtet noch. Also ich bin wirklich, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Wenn wir jetzt mal auf die einzelnen, ja, Sitzetagen bzw. an die einzelnen Sitze gehen, hier liegen teilweise noch die Speisebücher auf dem Tisch. Wir haben teilweise noch Gläser, die hier überall auf den Tischen stehen. Und hier vorne, schaut euch das mal an. Ich vermute mal, das war wie so eine Art, ja, Tafel bzw. Veranstaltungsraum für größere Geburtstage oder Seminare. Und da sieht es wirklich hier auf der rechten Seite so aus, wie als wenn die letzte Fete ja vielleicht maximal eine Woche her ist. Noch richtig schön verziert mit künstlichen Rosen. Also ich denke mal, dass man hier sehr, 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 sehr gut Geburtstag feiern konnte damals. Und für die Leute, die an dieser großen Tafel keinen Platz mehr hatten, für die waren dann noch hier zwei, drei Tische aufgestellt. Und dann konnten die Leute halt hier eben auch noch Platz nehmen und ja gemütlich speisen und gemütlich Bierchen schlürfen, einen Apfelsaft trinken oder einen Orangensaft trinken. Und dazu wurde man noch belohnt mit einer wirklich super, super tollen Aussicht ins Grüne. Ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach mal einen Blick in so eine alte Speisekarte. Speisen und Getränke, das klingt ja auf jeden Fall schon mal interessant. Aber hier ist merkwürdigerweise ja nur noch das Blatt drinne. Über 200 Jahre Weinbautradition. Mitten im Herzen des rheinhessischen Weinanbaugebiets liegt Nierstein mit dem traditionsreichen Gerhardshof. Okay, das ist irgendwas, ja, irgendeine Geschichte über die Weintradition in dieser Region, vermute ich mal. Aber wer sucht, der findet, oder wie heißt das so schön, deutsche Rotweine. Rheinhessen 1988, 27,50. Ich vermute mal, das waren damals auf jeden Fall noch D-Mark-Preise. Champagner, Laurent, ein Chardonnay, 35 Euro, 12 Euro für ein Mini-Mamm, was auch immer Mini-Mamm ist. Deutsche Sekte, okay, anscheinend ein Sekt. Ja, schade, dass das Ding hier mittlerweile geschlossen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier mal echt gemütlich war. Und da, wo gesessen werden kann und gespeist und getrunken werden soll, da muss es natürlich auch die entsprechende Bar für geben und die sehen wir direkt hier vorne. Zwei, drei, vier gemütliche Sitzplätze auf der linken Seite, dann die Schankanlage selbst und eine wirklich schöne, alte, rustikale Holzbar, so wie es aussieht. Hier vorne haben wir noch irgendein altes Getränk stehen. Ich vermute mal, es war irgendwas Alkoholisches. Es ist aber kaum noch als solches zu erkennen. Irgendwas mit P-I-M-M steht dort drauf. Und was darf in keinem deutschen Gasthaus bzw. Gastbetrieb fehlen? Das Betriebsbuch für eine Getränke-Schankanlage. Merkwürdigerweise alles nicht ausgefüllt. Ist wahrscheinlich nie wieder dazu gekommen, dass das Ding irgendwie gewartet werden musste. Die Frage ist ja auch gerade aktuell noch, wann wurde das ganze Ding verlassen? Hier haben wir jetzt ein Datum zur Abnahme in Betriebnahme 15.04.1995. Das nimmt ein Ordnungsamt ab? Das wusste ich gar nicht. Was hier auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön ist, sind die Buntgläser, die sich hier in jedem der Fenster befinden. Und natürlich auch wieder typisch für einen uralt Lost Place, die Spinnweben am Fensterrahmen. So, von der Bar bzw. dem Gastronomiebereich ging es dann hier augenscheinlich rechts weiter zu den Toiletten. Wir schauen erstmal hier weiter. Hier steht irgendein Schrank. Ziemlich abgerupfte Tapete. Okay, und hier spaltet sich das Ganze dann irgendwie auf. Es scheint nach oben zu gehen, es scheint nach unten zu gehen. Was haben wir hier vorne noch? Ist das auch noch irgendwie so eine Art Gastraum? Merkwürdigerweise, aber recht leer. So ein paar Kleidungsreste da unten auf dem Boden.
eine alte Parkbank mit einigen Unterlagen. Oberjustizkasse. Sehr geehrte Empfängerin, sehr geehrter Empfänger. In dem vorgenannten Verfahren werden folgende Positionen in Rechnung gestellt. Betreibungskosten der Gerichtskasse. Aha. Teilweise Briefe, die wieder einmal nicht geöffnet worden sind. Und aber auch irgendwas von einer beglaubigten Abschrift. Eine Verfügung, so wie es aussieht. In dem Rechtsstreit. In dem Rechtsstreit gegen K. Richterin beglaubigt. Und zwar 2011. So, bevor wir jetzt allerdings dort hoch oder runter gehen, würde ich sagen, zeige ich euch nochmal ganz kurz die ehemalige Küche, zumindest den ersten Teil der ehemaligen Küche. Da kann man eigentlich auch wirklich gar nicht ganz so viel zu sagen. Da vorne ist wie so eine Art Kochfeld, Kochinsel, die schon ja, sehr in die Jahre gekommen ist. Ich glaube, die wurde zum Ende hin wirklich schon überhaupt nicht mehr sauber gemacht. Eigentlich wirklich schade zu sehen, wie gammelig und ja, vollgemockt das hier mittlerweile ist. Alex würde jetzt wieder sagen, Luca, da haben wir schon ganz viel Schlimmeres gesehen. Aber das ist doch wirklich, also hier ist es doch wirklich eklig, oder? Es ist schon eine andere Stufe von Ekel, ja. Wir hatten es schlimmer, definitiv. Wir hatten es schlimmer, auf jeden Fall. Aber das sieht hier wirklich... Also, wenn ich gewusst hätte, ich hätte gestern noch irgendwie eine Stulle gegessen oder so. Ich glaube, da möchte man sich fast einen Finger in den Hals stecken, weil das hier so zu sehen ist definitiv alles andere als schön. Und eher wirklich fast schon abartig. Ich vermute mittlerweile aber auch fast, dass hier schon irgendwie so ein bisschen randaliert wurde. Das sieht so aus wie so eine Art Backofen oder Deckel von einer Mikrowelle. Hier unten überall Zeitungen auf dem Boden. Schränke leider schon ausgepackt. Aber wie man sehen kann, ging es von dieser Küche direkt in den Gastrobereich. Beziehungsweise logischerweise das Ganze nur für Mitarbeiter oder Personal. Aber das ist schon interessant auf jeden Fall. Ist eigentlich, wenn jemand draußen läuft. Das klappert hier, glaube ich, alles nur. Also Leute, hier vorne haben wir dann noch so eine Art Küchenzeile, Spülbrett bzw. Spülarmatur, den Backofen. Und das sieht auch in meinen Augen alles so, ja, mehr oder weniger zusammengestellt aus. Aber nicht wirklich schön. Die Frage ist auch, was macht dieser alte, Uraltfernseher von Körting in der Küche? Lief da damals ja die Speisekarte drauf ab, damit die Köche wissen, was sie zubereiten müssen? Oder wurde der hier im Nachhinein reingestellt? Viele Fragen, die wir uns bisher noch nicht beantworten können. So, ich würde sagen, ihr kennt den Spaß mittlerweile. Der Keller kommt zum Schluss und ich würde sagen, wir beiden gehen jetzt erstmal hoch Richtung erste Etage, denn dort soll laut Alex noch was ganz, ganz Interessantes zu finden sein. Und ich würde sagen, vielleicht kriegen wir da auch so ein bisschen Aufschluss drüber, was hier eines Tages passiert sein könnte, denn wenn ich das da vorne schon sehe, Leute, ihr glaubt es gar nicht, diese Location hat es wirklich in sich. Über diese Treppe geht es jetzt erstmal hier hoch. Und ich vermute mal, dass man hier damals zu Pensionszeiten sich Platz nehmen konnte, vielleicht direkt an seiner Ankunft sich hinsetzen konnte, mal eben kurz die Beine entspannen konnte. Und dann ging es hier weiter zu den, ja, damaligen Pensionszimmern. Aber ich glaube mittlerweile, wenn ich das hier so sehe, dass hier zum Ende hin eigentlich nur der Besitzer oder die Besitzerin selber gewohnt hat. Wir werfen erstmal einen Blick in Wohnung Nummer 1 und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also mit einem solchen Fund hätte ich hier wirklich nicht gerechnet. Schaut euch mal diese alte Wohnwand an. Dann noch drei Stühle an einem kleinen Holztisch aus Glas. Oh, es ist Wahnsinn. Und wir haben diesen typischen und völlig natürlichen Lost Place-Verfall. Allein die Schränke, dieses schöne alte Weiße, teilweise so ein bisschen abgesetzt mit Schimmel mittlerweile, wie man hier unten jetzt sehen kann. Aber das hat auf jeden Fall was. Also genauso wie dieser Wohnzimmerschrank, das habe ich so in einem Lost Place überhaupt noch nicht gesehen. Ist ja wirklich eine Perle, wenn man mal so möchte. So, hier vorne, Schnaps, Schaukel, habe ich so in der Art auch noch nie gesehen. Ob da noch was drin ist, wage ich zu bezweifeln, scheint wirklich leer zu sein und vielleicht zum Ende hin wirklich nur noch als Deko genutzt worden sein. Aber ganz ehrlich, schaut euch das mal an. Also ich meine, unten war ja schon wirklich gut eingerichtet und ja, relativ wenig vandaliert und randaliert, aber dass hier oben jetzt noch so viele Unterlagen und teilweise wirklich höchstpersönliche Unterlagen liegen, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Die Wohnwand dort vorne, recht spartanisch eingerichtet. Und hier unten auf dem Boden überall Unterlagen. Wir müssen mal gucken, wo wir hintreten, nicht, dass wir hier noch was kaputt machen. Aber hier sind teilweise wirklich ungeöffnete Briefe, alle an die Frau. Überall Unterlagen. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich alles Unterlagen aus der Gastro sind. Oder alles private Unterlagen.
Hier vorne auf der Fensterbank jedenfalls Bilder. Bilder von, sieht aus wie so eine Art Seebrücke. Zwei Damen, die sich nett unterhalten. Leider ohne Datum. Und hier auf der rechten Seite, eingewebt von Spinnweben, ebenfalls, ich vermute mal, es war entweder eine Art Familienfoto oder sogar ein Klassenfoto, scheint aber auch schon viele Jahre nicht mehr bewegt worden zu sein, denn dieses Foto, ich hoffe mal, es kommt auf den Aufnahmen einigermaßen rüber, ist komplett eingezogen mit Spinnweben. Ja, auf dem Wohnzimmertisch auch noch weitere Unterlagen und teilweise auch Bilder. Und das sind tatsächlich Bilder, das muss ich jetzt für euch leider ein bisschen unkenntlich machen, aus dem Gastrobereich, den wir uns eben gerade unten angeschaut haben. Nochmal ein bisschen Werbung auf einer Postkarte kann doch nicht schaden. Hier unten auf dem Tisch sind auch noch anscheinend irgendwelche, was sind das, Kontoauszüge oder Rechnungen? Bank 1987, neuer Saldo 22.243,22 Cent im Jahr 1987. Der Laden schien auf jeden Fall gut zu laufen, so wie das hier aussieht. Ich meine, gut, klar, man muss auch so ein bisschen Abtrag für das Haus bezahlen und Unterhaltskosten. Aber 22.000, oh hier, guckt euch das mal an, 32.108 Euro, Monat Oktober. Das scheint ja wirklich gelaufen zu sein hier, wenn man davon ausgeht, dass das alles, ja, Überweisungen für dieses Restaurant sind. Hier vorne haben wir auch noch Familienbilder, eine Mutter mit einem Kind. Ja, hier auch wieder irgendwie so eine Art Familienfoto, aber alles aus der Zeit, wo noch schwarz-weiß fotografiert wurde. Und leider ohne Jahresdatum. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich habe gerade schon zu Alex gesagt, ich habe ja gesagt, es war vermutlich mal so eine Art Pension. Aber ich glaube, dieses hier, wo wir uns jetzt gerade aktuell drinnen befinden, und das ist ja eigentlich so, ja, Wohnzimmer oder irgendwie sowas in der Art, das muss damals auch schon in privater Hand gewesen sein. Sprich, hier muss der Eigentümer oder die Eigentümerin zum Ende hin noch drin gelebt haben, denn das baut man sich ja nicht alles um. Wir haben eben gerade schon gesagt, der Hotelbetrieb bzw. der Gastrobetrieb muss recht früh eingestellt worden sein. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt in den nächsten Zimmern erwartet. Falls ihr hier mal so ein Ziehen und so ein Rauschen hört, das ist der Wind, der hier ordentlich durch die Räume pustet. Teilweise sind Scheiben kaputt und teilweise hakt der Wind einfach in diese Rolllädenkästen rein und erzeugt dadurch ganz merkwürdige Geräusche. So, weiter geht es dann hier durch so einen recht kleinen und engen Flur. Zunächst auf der linken Seite in ein Badezimmer mit Badewanne, Toilette und Waschbecken. Eieiei, guckt euch das an. Hier stehen ja noch die Parfüms. Die Hygiene-Sachen liegen hier im Waschbecken. Also wenn man so möchte, ist hier definitiv alles noch an Ort und Stelle. Allein wenn ich das hier vorne sehe, Wahnsinn, wie das hier zurückgelassen wurde. Und ja, wenn ich das so sehe, würde ich ja sagen, dass hier auf jeden Fall zum Ende hin eine Dame gelebt hat und kein Mann. Ach hier, guck mal, das ist ja genial. Hier konntest du so eine Art Schrank öffnen und dann vermutlich schmutzige Wäsche dort einwerfen. Und dadurch, dass dort unten ein BH im Schrank liegt, liege ich ja mit meinem Verdacht vielleicht gar nicht so falsch. Und die Angela hat hier zum Ende hin selber noch gelebt. Vielleicht ist sie ja jetzt auch schon im Altenheim. Wir müssten da eigentlich mal auf Unterlagen gucken mit einem Geburtsdatum, weil daran kann man immer ganz gut feststellen, wie alt die Dame denn wirklich ist und ja, ob sie vielleicht noch lebt oder vielleicht sogar schon verstorben ist. Also ich glaube, Alex, hier muss eine Frau gelebt haben zum Ende hin. Überall Lippenstift, recht weibliche Parfüms. Ja, uns ist das bei dem ersten Besuch von uns schon aufgefallen, auch in den Schränken und so weiter. Es hängen vereinzelt noch Herrenkleidung, da ziemlich gute, meist so Sonntagsoutfits und sowas alles. Aber das meiste ist wirklich, die Alltagskleidung ist alles von der Frau. Auch überall die Schriftstücke, alles, da steht immer nur diese Angela drauf. Es ist wirklich merkwürdig. Wahrscheinlich hat sie wirklich die letzten Jahre hier komplett alleine gelebt, ohne ihren Mann. In diesem Riesenhaus, was irgendwie auch schon wieder gruselig ist, ne? Gruselig und irgendwie auch ein bisschen traurig ist, muss ich sagen. Zu meiner Linken hatten wir gerade das WC oder das Badezimmer. Und dann geht's hier weiter durch so einen recht engen Flur, durch so einen recht engen Durchgang durch. Und das, was ich da vorne sehe, ja, macht mich fast schon wieder irgendwie traurig. Wir schauen uns erstmal hier diese Einliegerküche an. Die hat, glaube ich, auch die besten Tage hinter sich. Kühlschrank schon geöffnet, teilweise noch mit irgendwelchen Salatdressings. Hier ist noch ein Topf. Aber es sieht wirklich alles so zusammengestellt aus irgendwie, ne? Oh, ist das traurig, wenn man das hier sieht, wie hier einst gelebt wurde und am Ende anscheinend überhaupt keine Ordnung mehr gehalten werden konnte. Ich glaube, auf den Kühlschrank, ja, kann man nochmal eingehen, braucht man aber, glaube ich, nicht. Man sieht überall Maden, man sieht abgelaufene Erdbeermarmelade.
Und hier sieht man irgendwie Salatdressing. Da wäre aber für uns mal ein Ablaufdatum ganz interessant. Oh, schon die Banderole abgerissen. Schade, gar kein Datum drauf, oder was? Oh, guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich Handschuhe anhab, weil das scheint da schon viele, viele Jahre drin vor sich hin zu gammeln. Ja, hier vorne haben wir dann noch so eine Sitzecke. Eigentlich recht gemütlich gewesen damals, aber auch zum Ende hin wirklich irgendwie, ja, recht zusammengestellt, das Ganze. Dort vorne haben wir noch eine Mikrowelle, die in meinen Augen auch noch ziemlich gut intakt aussieht. Aber die Pflanze, daran kann man es ja auch ganz gut wieder erkennen, wurde schon jahrelang nicht mehr gegossen. Und dementsprechend hat die auch schon das Zeitliche gesegnet. Wenn wir schon beim Thema Dame bzw. der Inhaberin sind, ich vermute mal, dass das hier so, ich weiß nicht, nennt man es Pumps, konnte man sie über die Füße ziehen? Das sind auch eher so Damenhausschuhe, oder nicht? Oder hier, Hackenschuhe. Strumpfhosen, ja, könnten Damen sein, können aber auch Herren sein. Hier vorne haben wir auch wieder ein altes, schönes Familienfoto. Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe, was hier zurückgelassen wurde. So viel übrigens zum Thema, wer hat hier gelebt? Heute habe ich mal Handschuhe an. Always Ultra Normal Plus. Das sind, glaube ich, Binden für Frauen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach war das damals Pensionszimmer Nummer 4. Aber wenn wir das jetzt hier vorne so sehen, dann würde ich sagen, dass die Angela ja vielleicht zum Ende hin vielleicht ein Pflegefall war und hier in ihrem Haus auch noch betreut wurde. Das sieht ja alles ganz danach aus. Bett auf der rechten Seite, auf der linken Seite konnte noch irgendwie ja eine Pflegekraft oder eine Hilfskraft sitzen, vielleicht auch ein Angehöriger. Und vielleicht, aber das ist nun mal wirklich sehr, sehr weit hergeholt, ist die Inhaberin Angela hier ja auch vielleicht verstorben. Wobei ich sagen würde, dafür, weiß ich nicht, haben wir bisher noch keine Indizien gefunden. Wie gesagt, vielleicht ist sie auch einfach mittlerweile im Altenheim und ja, das Haus verfällt. Erben wissen vielleicht auch nicht Bescheid, dass es noch dieses Haus, dieses Anwesen gibt. Oder sie hat selber gesagt, nee, ich möchte das gar nicht verkaufen. Mir ist das alles egal. Das weiß man natürlich wieder nicht. Was auf jeden Fall interessant ist und auf den ersten Blick direkt auffällt, hier sind richtig dicke, fette Tabletten. Teilweise Tabletten in diesem, ja, Gefäß. Ich weiß nicht, die sind schon festgeklebt mittlerweile. Des Weiteren haben wir hier noch so eine Art Tablettenblister. Was ist denn das? Was sind das für Tabletten? Können natürlich auch irgendwelche Vitamintabletten sein. Was ist das denn hier? Wirkstoff Kaliumacetat. 180 Tabletten zum Einnehmen. Abgelaufen aber auch schon im Jahr 2010. Für was war das denn? Hier vorne sind dann noch Kinderbilder. Postkarten aus dem Jahr 1988 und auch hier wieder irgendwelche Bilder. Ein Mann und eine Frau drauf abgebildet. Vermutlich sogar die Angela K. mit ihrem Lebensgefährten. Ja, sehr, sehr schade, dass wir dort keine Daten drauf finden, von wann die Bilder sind. Was ist das denn hier? Haus und Grund. Mängelrüge. Sehr geehrte Frau, wir beziehen uns auf den Beratungstermin vom 3.4.2003 und übersenden anliegend unser heutiges Schreiben an die Gegenseite im Original. Okay, und hier, was ist das? Ist das ein Testament? Stellungnahme zu dem Gutachten und weitere Stellungnahme zu der Klage selbst. Sehr geehrter Herr, das nimmt ja hier nochmal richtig Fahrt auf. Irgendwas mit Renovierung, Wasserschäden, Feuchtigkeit, Kondensbildung. Bild 5 aufgenommen am 4. September 1983. Der Schrank stand 1981 fest an der Wand. Elektronikteile sind beschädigt worden. Das ist ja echt interessant. Man sieht auch ganz gut, dass das wirklich ehemalige Pensionszimmer sind. Aufgrund von der Dusche im Zimmer und da, wo der Alex steht, hier vorne ist ein Spiegelschrank und auch nochmal ebenfalls ein Waschbecken. Die Frage der Fragen ist dann nur, Alex, wo sind die damals auf Toilette gegangen? Dann muss es ja wirklich irgendwie eine Sammeltoilette im Flur gegeben haben, oder? Ja, also gesehen habe ich es jetzt gerade auch nicht. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr daran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen, vor anderthalb Jahren. Ich weiß es nicht, ob es hier auch mal eine gab. Müssen wir mal echt schauen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, glaube ich. Ich glaube auch. Weiter geht's hier vorne im Flur. Was mir direkt auf den ersten Blick auffällt, hier ist ein Kalender. Leider ohne sichtliches Datum bzw. ohne Jahr. Es scheint irgendwie so eine Art Abreißkalender zu sein. Schade, dass ich da jetzt nicht auf den ersten Blick ein Datum gefunden habe. Und was mir dann aber auch direkt auffällt,
hier liegen, ja, wie nennt man das denn noch, so eine Pencil Case, wie heißt das auf Deutsch? Nicht Pencil Case, ja, Stifte-Etui für Kinder, so wie es aussieht. Seht ihr das? Das ist doch wirklich ein Zeichen dafür, dass hier vielleicht irgendwie Kinder gelebt haben. Genauso wie hier, Babywindeln Premium-Qualität. Das ist doch komisch, oder? Das nimmt ja hier Fahrt auf, da habe ich ja wirklich gar nicht mit kalkuliert. So, und von diesem Flur geht es dann weiter in das damalige Schlafzimmer. Und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so ein dermaßen fettes Chaos hier irgendwie. Überall Kleidungsstücke auf dem Boden. Der Spiegelschrank hier auf der linken Seite ist eigentlich im Prinzip abgehangen mit Kleidung. Also da irgendwie Struktur reinzukriegen, ist schon fast unmöglich. Was aber für uns ganz interessant sein könnte, hier sind Unterlagen. Und zwar nicht irgendwelche Unterlagen, sondern irgendwie Unterlagen von mehreren Kfz-Verkäufen. Unter anderem von einem BMW, von einem Daimler-Benz. Und das sind alles Anklageschriften. Also das ist wirklich, das wird noch interessanter hier alles. Das ist 341, 42, 45, 44, 54, 68. Also ich weiß nicht, ob das sämtliche Verkäufe sind. Wir können ja mal eins der Auszüge hier vorne lesen. Verkauftes Pkw Daimler-Benz 190e am 23. Juli 1987 für 26.700 D-Mark an den Zeugen Walter. Der Angeklagte hatte auch diesen Verkauf nicht verbucht. Der Kaufvertrag wurde bei der Durchsuchung am 29. April 1988 in dem Tresor des Angeklagten bei der Volksbank L.H. aufgefunden. Nach Erhalt einer Kopie des Kaufantrags fertigte der Angeklagte einen zu diesem Geschäft passenden Vermittlungsvertrag. Hierzu verwendete er einen vom Zeugen schon vor dem 29. April 1988 auf Wunsch des Angeklagten und gefälligkeits blanko unterzeichnetes Formular. Ich vermute mal, um das Ganze hier mal eben abzukürzen für euch, ich vermute mal, Autos verkauft in einem großen Stil und das aber nie gewerblich angemeldet. Und dafür gab es dann eines Tages, so wie man hier vielleicht sehen kann, wirklich Ärger. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Hier hinter der Tür steht irgendwie noch eine alte Mangel. LBS, Bausparvertrag von der Sparkasse. Ja, Kleiderschrank auch irgendwie sehr weiblich bestückt, wenn man mal so möchte. Da vorne auch noch Nachthemden, auch augenscheinlich weiblich. Und was ich hier ganz interessant finde, die Matratze wurde hier irgendwie rausgerupft. Vielleicht hat hier schon irgendjemand was gesucht? Ich weiß es nicht. Auffällig ist es auf jeden Fall. Und wenn ich das hier vorne sehe, Rollator, Bettpfanne, da kommt mir doch gleich der Verdacht, dass die Angela am Ende hin mit diesem Rollator in ihrem Haus bzw. in dieser Wohnung selbst gelaufen ist. Die Bettpfanne war dann für die Hilfskraft, die Angela noch gepflegt hat. Und Angela ist hier vielleicht wirklich eines Tages verstorben. Hier vorne noch so eine richtig schöne alte Kommode aus Holz. Dann diese ganz alte Lampe mit diesem, wie ich finde, fast schon hässlichen Lampenschirm. Genau, und dann geht es hier vorne noch weiter, auch hoch. Ich vermute mal irgendwie auf den Dachboden. Schauen wir uns aber gleich näher an. Und hier ging es dann weiter zu weiteren Pensionszimmern. Zimmer 7, auch noch ziemlich gut eingerichtet. Zumindest hier mit dem Essenswagen. Ich vermute mal, das haben sich schon irgendwelche Fotografen dahin drapiert. Dann gab es hier diese Heizung über elektronische Versorgung. Ist auch wirklich merkwürdig, denn ich glaube, eine richtige Heizung gab es hier damals gar nicht. Die sind ja normalerweise eigentlich an den Fenstern, aber das fällt mir jetzt gerade in diesem Raum auch wieder auf. Hier gibt es anscheinend... Aha, okay, hier gibt es doch noch eine Heizung. Das ist komisch, ne? Was hier alles so auf dem Boden liegt. Aufleger für Gartenstühle. Das ist in meinen Augen so eine Art Mülleimerdeckel. Dann haben wir hier Sportschuhe. Und Alex, ich glaube, das sind wirklich Kindersportschuhe, oder? Puma? Das sieht nicht besonders groß aus. Nee, wollte ich gerade sagen. Du Herrenwachs vielleicht 10, 12? 12 wahrscheinlich eher. So ja, 12, 13, ja. Könnte gut sein. Die lebt bestimmt nicht mehr. Das ist höchst unwahrscheinlich. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Die wäre ja jetzt fast 100 Jahre alt.
So, hier vorne geht's weiter. Das ist der erste Raum, beziehungsweise der erste Gang, wo der Boden so ein bisschen abkippt. Und das ist eigentlich noch ein recht gut, beziehungsweise recht intaktes damaliges Pensionszimmer. Ich zeige euch das Ganze mal. Also wenn man das so sieht, ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht groß betreten. Das können wir alles so im Urzustand hinterlassen. Ein schöner alter Fernseher, Stühle, ein super schöner alter Teppich. Dort vorne das Waschbecken, Spiegelschrank. Es ist alles da, so wie es einst auch benutzt und eines Tages verlassen wurde. Unfassbar, dass es hier noch so eingerichtet alles ist. Damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Denn wenn man das Ganze von außen sieht, sieht es schon fast irgendwie schäbig aus. Ja, und hier vorne haben wir dann noch eine weitere Toilette, die aber auch schon die besten Zeiten hinter sich hat. Genauso wie der Boiler hier vorne. Der hat auch schon die besten Zeiten hinter sich. Guckt euch das mal an, dann überall der Rost angesetzt. Also das ist wirklich, auffällig. Und was auch wieder auffällig ist, der Spiegelschrank. Da ist ja nichts mit. Der sieht ja aus wie heute Morgen noch, geputzt quasi. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht hoch, rauf auf den, Dachboden würde ich nicht sagen. Es ist irgendwie so eine Art ausgebaute Etage, würde ich jetzt auf den ersten... Ach du meine Güte, was ist das denn? Ey, das glaube ich nicht. Was war das denn? War das so eine Art Apartment, was man sich buchen konnte, um dann hier selbst zu kochen und mit den Freunden das Wochenende oder die Woche selbst zu gestalten? Ey, das ist ja Wahnsinn, ist das ja. Also damit habe ich jetzt echt überhaupt nicht gerechnet. Also das ist der erste Blick, den man bekommt, wenn man hier hochgelangt. Alter Schwede, Sofas ohne Ende. Und hier vorne scheint es irgendwie noch weiter zu gehen in so eine Küche. Was war das denn hier mal? Schlafzimmer oder was ist das hier? Ey, das ist ja nicht zu glauben. Tatsache. Das ist doch wirklich nicht wahr. Ich meine, komisch, dass immer Klamotten überall irgendwie liegen. Wobei man hier sagen könnte, dass es sich bei dem Bett auch noch um so eine Art Bettkasten darunter handelt. Hier sind noch irgendwelche Unterlagen. Wichtige Hinweise. Guck mal, hier auch wieder Unterlagen von einem Auto. Daimler-Benz Typ 190D. Fahrgestellnummer zum Preis von 14.000 D-Mark. Aus dem Jahr 1991. Lieferschein. Vielleicht war das auch ein Gewerbe, was nicht angemeldet war. Und dafür gab es dann eines Tages richtig fett Ärger. Das kann auch sein. Aber auch der Kleiderschrank noch richtig, eingerichtet will ich in dem Fall nicht sagen. Aber es gibt überall noch Kleidung. Es gibt überall Unterlagen. Auch hier wieder verbindliche Bestellung für Kfz-Teile. Ey, das wird immer interessanter. Das wird immer, immer interessanter. Überall Unterlagen, Kleidungsstücke, soweit das Auge reicht. Und teilweise auch noch irgendwelche Visitenkarten, die hier im Schrank liegen. Was ist das denn hier? Bautenschutz, Malerarbeiten. Scheint aber auch schon aus längst vergessenen Zeiten hier zu liegen. Auch hier wieder überall Spinnweben. Also der Ausblick ist hier wirklich gigantisch. Das macht richtig Laune hier zu filmen, sage ich euch ganz ehrlich. Mit der Sonne jetzt und dem Schattenspiel, den Bergen, den Wäldern. Das war hier sicherlich mal sehr gemütlich. Was hier vorne noch ganz interessant ist, hier hängt so ein richtig alter Parker. Und der sieht auf jeden Fall so aus, als wenn er von einem Mann stammt. Mit einer schönen schwarz-orangenen Krawatte. Vielleicht, wenn hier die Angela zum Ende hin alleine gelebt hat, war das auch noch so ein Andenken an ihn. Ja, und hier vorne ging es dann weiter. Und das ist wirklich ein kleines Rätsel. Das sieht hier aus wie so eine halbe Gaststube irgendwie nochmal. Auf der linken Seite auch nochmal schöne Sitzecke. Dort vorne in der Ecke, in der letzten Nische nochmal eine schöne Sitzecke. Hier vorne eine Sitzecke und auf der rechten Seite dann die Küche. Aber das muss irgendwie echt so eine Art Ferienapartment gewesen sein. Auch noch richtig sauber alles. Da hinten stehen noch Gewürze, Kühlschrank richtig ausgeräumt und sauber. Also es deutet wirklich darauf hin, dass hier zum Ende einmal sauber gemacht wurde. Es riecht auch gar nichts mehr, also es riecht wirklich sehr neutral. Hier sind noch gute Gewürze von Ostmann, Kümmel, Salatgewürzzubereitung, Steak und Grill. Hat leider schon den Geruch verloren, eigentlich rieche ich sowas total gerne, aber ich glaube, hier könnte man noch wieder einiges draus machen, wenn man das so sieht. Alex, was meinst du? Das sieht noch gar nicht so ganz schlecht aus hier, oder? Wie sieht das zu den anderen Stockwerken? Sieht das hier wirklich noch super aus. Auch die Schränke hier alles mit dem alten Holz. Spülmaschine sieht noch top in Schuss aus. Also tatsächlich, ey. Guck mal, da sind noch die Gläser und die Schalen. Ja, von den vermutlich letzten Gästen. Oh, die ist total verzogen, ey. Oh, hier. Die ist nicht festgeschraubt. Das Holz ist so verzogen anscheinend. Aber die sieht noch echt
recht akzeptabel und recht neu aus. Ja, und was mich wirklich in meinem Gedanken bestärkt, dass das so ein Apartment war, hier ist so eine eigene Toilette, beziehungsweise Toilette, Dusche, Waschbecken und Badewanne. Nee, gar nicht wahr. Hier ist gar keine Badewanne. Es sah eben aus wie eine Badewanne aus dem Augenwinkel. Aber die Badewanne gab es dann anscheinend eine Etage tiefer, nur für die Privatwohnung. Alex, was meinst du, wollen wir hier heute noch eine Nacht verbringen? Wenn ich mir den gruseligen Vorhang da angucke und ich mir überlegen müsste, ich würde da auf dieser Couch pennen. Nein, danke. Ich kann euch das Ganze nochmal kurz zeigen. Also der Vorhang, der sieht wirklich schon gerissen aus. Ich vermute auch, dass hier ab und zu mal Kabeldiebe da waren. Fenster, ich frage mich, warum man ein Fenster so zerstört, vor allem im letzten Stockwerk, was ihr nun mal, wie ihr gerade sehen konntet, weil das Auto auf der Straße gefahren ist, ja wirklich fast schon schwierig zu treffen ist. Dort unten seht ihr übrigens Nicole, die dort im Auto sitzt und ja, was das soll. Also so ein bisschen vandaliert wurde hier auf jeden Fall, aber ich frage mich, warum man das in der letzten Etage macht, weil hier musst du ja eine Leiter anstellen, um irgendwie raus oder reinzukommen. Ich habe gerade schon zu Alex gesagt, die Couch sieht natürlich auch nicht mehr so mega toll aus und die hat, glaube ich, die beste Zeit hinter sich. Aber Alex hat natürlich recht, das Fenster ist kaputt und ja, dementsprechend leidet natürlich auch die Couch bzw. der Couchstoff. Ja gut, hier vorne haben wir noch eine schöne Wohnwand. Ich frage mich, guck mal, unten liegt Glas oder irgendwas Zerstörtes, ne? Aber dort sind die Glasscheiben heil, ist doch auch komisch, oder nicht? Und noch eingeräumt. Das ist doch echt komisch. Auf jeden Fall eine spannende Wohnung hier oben, ne? Ein schönes Apartment, wenn man so möchte. Okay Leute, was darf nicht fehlen, wenn man in den Keller geht? Der gute, alte... Ja, ich komme nicht mehr ran. Ich bin gehandicapt, die Kamera ist zu groß. Ich komme nicht dran. Doch, ich komme dran. Alex, ich glaube, du musst mir noch mal helfen, mit deinen zarten Fingerchen in eine Jackentasche zu greifen. Zarten? Mit deinen zarten Fingern und meinen Okolyten rauszuholen, wie du mal sagst. Ja. Okolyt, ich glaube, es liegt an den Handschuhen, dass ich nicht... Vorschein. Sehr schön, danke, fein. Okay, Leute, das Beste oder Gruseligste in diesem Fall kommt wohl zum Schluss. Und zwar der damalige Keller. Also wenn ich die Wand hier schon sehe, dann erwarte ich eigentlich was Schlimmes. Nur Alex sagte auch hier wieder, Luca, da müssen wir hin. Das ist spannend, das ist legendär schon fast. Echt so ein bisschen gewölbeartig hier alles. Das stimmt. Aber echt schön. Oh, guck mal, da vorne geht es auch noch weiter. Eieiei, okay. Wahrscheinlich irgendwie Lagerraum des Hotels damals. Was sind das? Ist das eine Speisekarte? Nach einem guten Mahl. Grappa. Grappa ist ja hier Pinot. Das ist doch irgendwie italienisch. Das sind irgendwelche Spiritosen, würde ich sagen. Italienischer Schnaps. Ist das schön. Da wird doch noch die Geschichte erzählt zu dem Ja, Schnaps. Das wollte ich gerade sagen. Oh, und guckt euch mal das Fenster hier vorne an. Das wurde definitiv jahrelang bzw. jahrzehntelang nicht mehr geöffnet. Was haben wir da hinten noch, Alex? Mal der ehemalige Weinkeller. Weinkeller? Ja, leider nichts mehr an guten Wein im Hause. Eieiei. Okay, alte Holzregale. Ein Miele-Trockner oder eine alte Waschmaschine. So ein bisschen was an Spiritosen steht hier ja sogar noch. Aber da würde ich auch, glaube ich, nichts mehr draus probieren. Ey, das haben sie richtig eingemauert. Also hier hat er auf jeden Fall die ein oder andere Weinflasche Platz. Sodass man sich auch nicht gleich Gedanken machen musste, ob man auch irgendwie Wein bestellen muss. Wenn ich das mal so sehe, da kommen ja bestimmt 100 Flaschen Wein, können da bestimmt, beziehungsweise konnten da bestimmt Platz finden. Auf der linken Seite sehen wir auf jeden Fall die alte Getränkeschankanlage. Und ja, auf der rechten Seite so ein richtig schönen, was ist das, Alex? Ist das ein Kaffee-Vollautomat? Das ist ein alter Vollautomat. Hier ist diese Milchaufschäumer. Stimmt. Oben kommt das Pulver rein, wahrscheinlich für Espresso hier. Richtig gute italienische Kaffeemaschine, würde ich sagen. Das würde ich auch mal sagen. Und da ist auch ein Wunder, dass die eigentlich noch so gut dasteht, obwohl die so viel Feuchtigkeit und Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist, oder? Das auf jeden Fall. Also gute Qualität, definitiv. Hier vorne kann man das auch ganz gut sehen, dass das wirklich so ein bisschen gewölbeähnlich ist. Das Merkwürdige an der ganzen Geschichte ist, und das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr selten in der letzten Zeit gewesen. Ich kann hier im Keller gerade stehen und aufrecht laufen. Okay, das scheint doch irgendwie so eine Art Heimwerkerbüro gewesen zu sein. Holz, irgendwelche Lagerboxen, alte Getränkekisten, Fensterrahmen und tatsächlich aber da hinten auch zusammengestellte Tische. Tja, ich glaube... Wir haben so ziemlich den größten Teil dieser Location bzw. dieses Ortes mit viel Geschichte erkundet. Zu meiner Linken hier befindet sich das Treppenhaus, wo wir eben gerade runtergekommen sind und auch gleich wieder hochgehen werden. Und ich vermute aber auch mal, dass für die Gäste des Lokals, dass es hier damals zu den Toiletten ging.
Herren-WC, auch total eingezogen mit Spinnweben. Zumindest das Fenster. Eieiei, und die Toilette, ich glaube, ich möchte gar nicht drauf eingehen, aber guckt euch mal das Klopapier an. Das ist so gammelig. Hausschwamm, soweit das Auge reicht. Aber das ist wirklich tolles Lost Place-Feeling, muss ich sagen. Wenn man sich mal hier die Decke anguckt. Oh, mir läuft direkt die Nase hier unten. Dann gucken wir nochmal kurz hier weiter. Okay, hier ist aber wirklich, glaube ich, Schimmelhölle. Darmtoilette, ja. Natürlich deutlich kleiner, aber eigentlich in einem recht akzeptablen Zustand, zumindest für ein Lost Place. So, Freunde, ich würde sagen, wir haben wieder einmal ein spannendes Abenteuer durchlebt. Wir haben so ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet von der Gastronomie. Wir waren in dem ersten Stockwerk, wir waren im zweiten Stockwerk. In meinen Augen ist die Angela hier zum Ende hin entweder verstorben oder ja, von hier quasi direkt irgendwie weiter ins Altenheim gewandert und ja, lebt vielleicht heute noch. Sie wäre aktuell 97 Jahre alt. Ich habe bisher noch nichts gegoogelt, das werde ich euch im Anschluss oder auch am Anfang sicherlich schon erzählt haben, was hier wirklich ja, damals geschehen ist. Hotelbetrieb, wie gesagt, schon recht früh eingestellt in unseren Augen. Und ja, wie es am Ende hier gelaufen ist und warum es heute leer steht, kann man so wirklich nur mutmaßen und sehr, sehr schwierig nur rekonstruieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Zeitreise in ja, das Jahr 1995, 1997 oder vielleicht sogar in das Jahr 2011, denn von 2011 haben wir auch noch Unterlagen gefunden. Schaut gerne bei Alex und Nicole vorbei, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns am kommenden Samstag zum nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und munter. Ciao.